Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCS Flash. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Und das ist Profispieler Manuel Fischneller. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eine außergewöhnliche Saison neigt sich jetzt dem Ende zu. Also nach der Rekordhinrunde mit 37 Punkten nach 19 Spielen ging es mit dieser Gangart ja weiter. So dein Feedback zu dieser Saison? Na, also wir machen wirklich eine super Meisterschaft. Wir sind wirklich in Form, haben wirklich das ganze Jahr über eine Kontinuität eingebracht, die was wirklich, wirklich, wirklich schön ist. Und leider sind andere zwei Mannschaften auch mit vorne drin, haben die gleich gute Saison gemacht. Und jetzt fallen nur drei Spiele. Wir wissen, dass es nicht mehr lange in unserer Hand liegt. Aber wir werden auf jeden Fall alles geben, in den letzten drei Spielen voll zu punkten und Paderborn abzufangen. Ja, eines fehlt noch, die Tabellenführung, und es ist ja noch möglich einfach, dass ihr die Tabellenführung noch bekommt. Ja, also wir hoffen auf einen Ausrutscher von Padova. Wir wissen logischerweise, dass wir auch alle drei Spiele gewinnen müssen. Hell wäre sicher nicht leicht, vor allem in Montag auf Nacht in Triestina. Mhm. Ist wirklich ein Spitzenspiel gegen eine gute Mannschaft, die was in Triest schon gegen Padova 1-0 gewonnen hat. Deswegen wäre es nicht leicht, aber wie vorhin schon gesagt, wir sind in Form, wir sind wirklich in einer mental guten Verfassung, und es ist schon alles möglich. Mhm. Du hast es ja kurz angesprochen, also glaubst du auch, Padua könnte noch einen Fehltritt haben? Ja, also im Fußball ist wirklich alles möglich. Ich habe leider selber schon vor 4-5 Jahren die Meisterschaft verloren. Ich war im Februar 11 Punkte vorne, und mit Alessandro haben wir dann die Meisterschaft noch verloren. Deswegen, ich war schon einmal in der Haut für die Padova-Spieler, mhm, und deswegen glaube ich vielleicht einen Doppeltron. Mhm. Wir schauen uns kurz die aktuelle Tabelle an. Also mit 73 Punkten führt Padova die Tabelle, angefolgt vom FCS mit 71 Punkten, und dann dicht gefolgt auf Platz 3 kommt Perugia mit insgesamt 70 Punkten. Tabellenplatz 4 Modena mit 63 Punkten, Tabellenplatz 5 Feralbi mit 56 Punkten. Und in der Tabelle auf Platz 6 ist Triestina zu finden mit insgesamt 54 Punkten. Ja, falls es zur Tabellenführung kommt, heißt das dann der direkte Aufstieg in die Serie B. Glaubst du auch, dass der FCS dafür bereit ist? Ja, ich denke schon. Also wir haben heuer gezeigt, und vor allem in den letzten Jahren hat Züdiger gezeigt, dass er stetig wächst. Dass uns nicht allein im Fußballer Hinsicht, sondern auch die Infrastrukturen, die was wir da zur Verfügung haben, sind wirklich fantastisch. Und ich denke, dass der Züdiger auf jeden Fall bereit ist für die Serie B. Mhm. Kommen wir ein bisschen zu den aktuellen Spielen. Es fehlen, wie gesagt, nur noch drei Spiele. Und letzten Sonntag habt ihr gegen Virtus Verona gewonnen mit 2-0. Wie war denn das Match? Ja, also es war sicher ein wichtiges Spiel für uns, weil wir auch vor dem Spiel schon gewusst haben, dass sei als Perugia und als auch Padova beide gewonnen haben. Deswegen haben wir nachlegen. Aber wir haben wiederum gezeigt, dass wir mental gut sind. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht, haben sie in ihre eigene Hälfte eingedrängt und ihnen eigentlich keine Chance gegeben. Und danach haben wir auch in der zweiten Halbzeit noch 2-0 geschossen. Und nachher war eigentlich alles klar, dass wir drei Punkte heimbringen. Und das war wichtig zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, jetzt fallen nur drei Spiele. Es werden nicht leichte Spiele, aber wir sind auf jeden Fall bereit. Mhm. Ein Tor kam ja von dir. Ja, bin ich wieder nach ein paar Spielen zum persönlichen Torerfolg gekommen und bin logischerweise froh. Aber wichtig ist einfach, dass wir jetzt die Kontinuität weiterhin in die nächsten Spiele erbringen. Und wenn wir aufsteigen, dann ist mir eigentlich relativ gleich, wer die Tore schießt. So, jetzt am Montag kommt das nächste Match gegen Triestina auswärts. Und ja, die Mannschaft, es wird sicher kein einfaches Match. Ja, Triestina ist eigentlich in die Saison gestartet, um die Meisterschaft zu gewinnen. Mhm. Sie haben wirklich einen super Kader und sind vor allem in die wichtigen Spiele gegen die guten Mannschaften immer wieder gefährlich. Wir haben das Hinspiel daheim in Bozen 2-1 verloren. Und jetzt haben wir schon gesehen, was das für eine gute Mannschaft ist. Und auch wenn sie vielleicht heuer nicht die Kontinuität ins Feld bringen, wie die drei Mannschaften, die jetzt vorne drin sind, seien sie sicher, sicher gefährlich. Deswegen müssen wir vor allem defensiv gut stehen. Und wenn wir zu null spielen, nachher können wir vorne sicher gefährlich werden. Die Stärken und Schwächen von Triestina? Ja, wie gesagt, es sind individuell gute Spieler, die was allem für eine Offensivaktion gefährlich werden. Und defensiv seien sie auch gut, da haben wir einen großen Kader mit viel Qualität.
Deswegen auch wenn sie ein paar Ausfälle haben, da ist einmal oder beide, der dann einspringt und eine gute Leistung abruft. Deswegen, es wird sicher ein ausgeglichenes Spiel und ja, schlussendlich wird die Mannschaft gewinnen, die es weniger Fehler macht. Wir schauen uns zu diesem Match kurz ein paar Zahlen und Fakten an. Am Montag, dem 19. April 2021, gastiert der FC Südtirol in Triestina. Das Match steigt im Stadion Nero Rocco. Es ist der 36. Spieltag der Fußballserie C. Die Mannschaft aus der Region Friaul-Julisch-Venetien wurde 1918 gegründet. Das beste Resultat der Vereinsgeschichte ist der Vize-Italienmeistertitel der Saison 1947-48. In der Saison 1958-59 nahm der Club zum letzten Mal an der Serie A teil. Was die jüngste Vergangenheit anbelangt, kehrte die Mannschaft im Sommer 2016 vom Amateurfußball ins Profigeschäft zurück. Triestina erreichte in der Saison 2018-19 das Playoff-Finale um den Aufstieg in die Serie B, zog jedoch in der doppelten Begegnung mit Pisa den kürzeren. Triestina zählt in dieser Saison zu den großen Titelfavoriten der Gruppe B. Seit November coacht der erfahrene Giuseppe Pilon die Mannschaft. Das Hinrundenspiel verlor der FCS mit 1:2. Nach Triestina fehlen nur noch die zwei Begegnungen gegen Cesena und Vispesaro. Was sagst du jetzt zum Restprogramm? Ja, also ich denke, vor allem gegen Cesena erwartet uns eine harte Aufgabe. Von mir aus gesehen ist es eine von den wenigen Mannschaften gewesen, die uns in der Hinrunde, wo wir uns wirklich hart getan haben. Mhm. In Cesena haben wir auch 0-0 gespielt und an 11 gefallen zum Schluss, aber der Ausgleich war verdient. Also wir hätten nicht verdient gehabt zu gewinnen von mir aus gesehen, weil sie wirklich taktisch gut aufgestellt waren. Sie haben uns viel laufen lassen und wir haben eigentlich nie so ein richtiges Mittel gefunden, ein Tor zu schießen. Deswegen, sie sind zwar eine junge Mannschaft, aber mit viel Qualität. Und von den letzten zwei Spielen, dann Cesena und Vispesaro, ist sicher Cesena schwieriger. Der Druck wächst jetzt bei den letzten Spielen. Wie ist das dann auch für euch Spieler? Seid ihr einfach auch nervöser? Nein, also ich denke, die Mannschaft weiß, was sie kann. Mhm. Wir haben mittlerweile gezeigt, dass wir ganz vorne mitspielen können. Und hätten wir in unserer Saison gewusst, dass wir drei Spiele vor Schluss auf zwei Punkte von ersten Platz entfernt sind, hätten wir nicht mehr geglaubt. Wir hätten wirklich sicher gleich unterschrieben, dass es zu dem Punkt so ausschaut. Und ich finde, jetzt müssen wir einfach wirklich drum glauben, wir müssen träumen, weil wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich da dabei, etwas Großartiges zu erreichen. Und ich denke, die Euphorie in der Mannschaft ist groß und wir ziehen alle auf den gleichen Strang und wollen wirklich die ganze Mannschaft jetzt auf dem ersten Platz beenden. Das merkt man auch, also auch der Teamgeist und alles zusammen, das passt einfach, oder? Ja, wir haben wirklich eine super Mannschaft, also eine super Gruppe. Da kämpft einer für den anderen, der eine läuft für den anderen 90 Minuten lang. Auch vielleicht die, was die letzte Zeit nicht so viel spielen, die dann im Tag danach beim Training lassen sie nicht im Kopf hängen, sondern versuchen ihren Beitrag trotzdem zu leisten, was sicherlich nicht leicht ist. Aber wie gesagt, wir sind wirklich eine Mannschaft, die was alle drum glauben und ja, ich kann eigentlich gleich positiv reden über die ganzen Jungs. Ja, danke Manuel Fischneller für das Interview. Weiterhin viel Erfolg und einen schönen Abend. Dankeschön. Das war's mit einer neuen Ausgabe von FCS Flash. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Fernsehabend.